Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ein solches Türschloss von einer Zimmertür, man nennt es auch Badschloss, öffnen könnt, ohne dass ihr einen Schlüssel benutzt. Ich hatte den Fall einmal neulich, dass ich das machen musste, weil sich ein Kind in einem Kinderzimmer eingeschlossen hatte und von selbst nicht mehr rauskam. Und aus solchem Grund zeige ich euch das. Alles, was ihr dazu braucht, um ein solches Türschloss ohne Schlüssel zu öffnen, das ist hier ein solcher Kleiderhaken. Da brecht ihr einfach diesen Haken hier ab und dann müsst ihr den so ein bisschen zurechtbiegen, so wie ich das hier gemacht habe. Der muss nicht hundertprozentig so aussehen, nur in etwa halt, dass er hier so ein bisschen, fast 90 Grad gebogen ist, hier ungefähr 2,5 Zentimeter lang ist und dass ihr eben diese Spitze hier vorne mit dem Hammer einmal platt gedrückt habt. Und dann habt ihr den idealen Dietrich, um eine solche Tür zu öffnen. So, hier habt ihr nun meine Tür. Wie ihr sehen könnt, ist die Tür verschlossen, auch wenn sie offen steht. Das mache ich halt, damit ihr Schritt für Schritt alles entsprechend sehen könnt. Wenn der Schlüssel noch steckt von der anderen Seite, müsst ihr den natürlich erstmal rauskriegen. Das könnt ihr zum Beispiel hier mit so einem Schraubendreher machen. Einfach durchstecken und den Schlüssel dann entsprechend rausschieben. Dann fällt er raus und dann könnt ihr mit eurem selbstgemachten Dietrich weiter vorgehen. So, den Haken führt ihr jetzt hier ein. Ihr benutzt den dann nicht wie einen Schlüssel, dass ihr den dreht, sondern ihr führt es, wie gesagt, hier genauso ein. Und dann schiebt ihr im Prinzip durch solche Bewegungen den Bolzen nach hinten durch. Ich zeige euch das jetzt. So, jetzt könnt ihr hier den Bolzen sehen. Muss den halt hier innen drin erwischen und dann schieben. Das ist manchmal ein bisschen fummelig. Schwupps, habt ihr gesehen, hat er sich verschoben. Man kann ihn jetzt auch wieder aufschieben. Wenn man ihn einmal richtig gefasst hat, dann geht das relativ leicht. Jetzt ist er wieder zu. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich zeige euch nochmal in der nahen Sicht, wo ihr genau hin müsst. Um euch das mal genauer zu zeigen, habe ich hier mal die Blende gelockert, dass ich euch genau das Schloss zeigen kann. Und da müsst ihr halt hier genau rein und dann durch so eine Schiebebewegung den Bolzen entsprechend zurückschieben. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.